Guten Morgen, heute geht es um diese Antenne hier, eine J-Pol 2,70 m Antenne. Die stelle ich euch heute etwas vor und gehe mit euch die Maße und die Bauanleitung einmal ein bisschen durch. Es wird jetzt kein Bauvideo, sondern einfach nur erklären. Okay? Also, bis gleich. Legen wir mal los. Ich hoffe, ihr seht alles. So, gemessen wird von hier, von dem Breiten, also da, wo mein Finger ist, bis zu dem Breiten. Das müssen so knapp 36 cm sein. Das passt. Dann müssten, ich schau mal kurz nach, ein Stück mit 23 cm kommen. Also dieses Stück hier, so also ganz knapp, 22,9 passt aber auch noch. Und dann wieder 36 cm, da sind es jetzt 36,5. So, und hier das Stück bis etwa hierher, müssten 28,8 werden. Ja, das kommt hin. Ich zeige euch gleich das Stück, was hier isoliert ist. Das zeige ich euch hier gleich nochmal im Prototyp. So, dann holen wir uns die nochmal her. Und dieser Stopp hier, 3,5 cm von diesem Stück bis zu diesem Stück, da wo das Blaue aufhört. Das sind 3,5 cm. Die Seele von beiden zusammen geht dann auf die, ich sag mal, Mittelpin von der BNC-Buchse und das Außengeflecht geht hier auf die Massefahne. Und dann sollte die eigentlich soweit passen. Das Resonant ist auf 2,70 m im Amateurbereich auf alle Fälle. Wenn ihr Glück habt, könnte es auch passieren, dass auch auf Freenet und PMR noch funktioniert. Ja. So, das war das Video zur J-Pol 2,70 cm Antenne. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. 73, euer Stefan, D1 ISS. Ciao.